Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ihr Lieben, mit diesem Wort aus dem Epheserbrief begrüße ich euch ganz herzlich zur Andacht rund um den fünften Sonntag nach dem Trinitatistag. Seid herzlich willkommen, seid herzlich eingeladen, mitzufeiern und mitzudenken und mitzubeten. Ganz egal, wo ihr seid oder wann ihr das hier seht. Wir feiern diese Andacht miteinander im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem 73. Psalm. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, Gott, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Amen. Ihr Lieben, heute ist was dran aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, aus dem letzten Kapitel. Da heißt es, die Brüder von Josef aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Eieiei. Ihr Lieben, da müssen wir doch mal kurz ein bisschen weitergreifen. Dieser Text ist nicht nur der Abschluss des gesamten ersten Buchs Mose, sondern es ist auch der Abschluss der Josefs Geschichte. Die Geschichte von Josef, dem Sohn Jakobs. Im Grunde ist diese Geschichte größer als das Leben selbst. Und deshalb ist sie auch literarisch, eher als Musical, als auch in Film und Fernsehen immer wieder aufgenommen und neu verfilmt, in die jetzige Zeit geholt oder historisch betrachtet, immer wieder. Die Geschichte von Josef ist unglaublich und doch kommt sie so manchem von uns sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise ganz bekannt vor, weil das Leben eben keine geraden Wege geht. Aber schauen wir doch nochmal. Jedes Schulkind in der zweiten Klasse, bei mir jedenfalls, lernt Josef im Religionsunterricht kennen und staunt über das Auf und das Ab in Josefs Leben. Und das ist ganz ordentlich. Josef ist Sohn des Patriarchen Jakob und als solcher der Liebling seines Vaters. 11 weitere Brüder hat er, aber Jakob mag ihn am liebsten. Und das ertragen die Brüder nur sehr schwer. Das können sie gar nicht leiden. Sie überlegen ernsthaft, wie sie den Kerl loswerden können. Sie verprügeln ihn deshalb und werfen ihn in einen Brunnen hinein. Sie täuschen seinen Tod vor durch ein wildes Tier, das sie schlachten und das Blut überall verteilen. Sie verkaufen ihn dann an Sklavenhändler, durch die er nach Ägypten kommt. Dort wird er als Sklave an einen reichen Ägypter verkauft, der ihn aufgrund seiner Tüchtigkeit bald zum Haushofmeister ernennt. Aber die Freude über das vorgeblich gute Ende seiner Odyssee ist sofort vorbei, als Josef sich weigert, mit der Ehefrau seines Chefs ins Bett zu gehen. In ihrer Eitelkeit getroffen, bezichtigt sie ihn der versuchten Verführung und ihr Mann lässt ihn daraufhin ins Gefängnis werfen. Nicht gerecht, aber so ist das Leben. Denn das Interessante ist, sogar dort kriegt Josef die Kurve und gewinnt das Vertrauen und die Achtung des Gefängnisaufsehers und darf sich bald im Gefängnis als sein Vertreter frei bewegen.
Im Gefängnis sind auch der Obermundschenk und der Hofbäcker des Pharaos eingekerkert. Beide haben einen Traum, den sie sich nicht erklären können. Josef deutet ihre Träume und genau so geschieht auch alles. Eine lange Zeit später erinnert sich der Mundschenk an Josef, als der Pharao so sehr beklagt, er habe immer wieder denselben quälenden Traum. Er erinnert sich und sagt dem Pharao, der kann das, lass ihn holen. Also lässt der Pharao den im Gefängnis längst vergessenen Josef holen und er deutet den Traum des Pharaos. Seine Träume besagen das Bevorstehen von 7 Jahren Überfluss, überreichen Ernten und darauf aber folgenden 7 Jahren großer Missernte und Hungersnot. Diese Erklärung leuchtet dem Pharao ein und er ernennt den Josef prompt zum Minister für Versorgungsfragen. Er soll in den 7 fetten Jahren Vorratshaltung betreiben, um die folgende Hungersnot abzufedern. Nun, Josef wäre nicht der Sohn eines erfolgreichen Familienunternehmens, wenn ihm das irgendwie schwer gefallen wäre. Das kriegt er hin, er reist rum, er lässt Scheunen bauen, Versorgung sicherstellen, alles Mögliche. Und es kam, wie es kam. Eine lange Hungersnot im ganzen Mittelmeerraum, aber in Ägypten keine Probleme. Die Bevölkerung ist versorgt, denn Vorrat ist da. Probleme hatte aber Josefs Familie weit zurück in Palästina, mittlerweile schon aus dem Blick der Geschichte eigentlich herausgeraten. Aber deren Vorräte waren jetzt auch mal deutlich zu Ende und guter Rat war teuer. Und der Vater sagt, es bleibt euch nichts anderes übrig, ihr müsst auch nach Ägypten gehen, denn dort, da kriegt ihr noch was Gescheites. Da könnt ihr zu essen Vorräte einkaufen. Die haben noch. Jeder erzählt davon. Um es kurz zu machen, Josef war ja der Chef von der Verteilung. Die Brüder kamen zu ihm. Sie erkannten ihren verschollenen Bruder nicht. Er erkannte aber sie. Und er ließ sie deshalb ein bisschen zappeln, um es deutlich zu sagen. Er sorgte erst dafür, dass sie auch den jüngsten Bruder nach Ägypten holen. Und dann gab er sich erst zu erkennen und feierte große Versöhnung mit seinen Brüdern, sorgte dafür, dass die ganze Familie, auch Vater Jakob, nach Ägypten kam. Der Text, den ich gerade vorgelesen habe, der spielt jetzt 17 Jahre später. Jakob, der Patriarch, ist jetzt gestorben. Und die Brüder Josefs haben jetzt die durchaus realistische Angst, dass Josef als ägyptischer Minister seine Machtposition nutzen wird, um späte Rache zu üben. Ja, jetzt muss er ja keine Rücksicht mehr auf den alt gewordenen Vater nehmen. Ja, aber Josef sprach, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Eigentlich müssen wir ja als aufmerksame Leserinnen und Leser dieser Geschichte durchaus vermuten, dass Josef es vielleicht schon versucht oder erwogen hat, es seinen Brüdern doch noch mal heimzuzahlen. Davon zeugen jedenfalls die Verwirrspiele, die er mit seinen Brüdern veranstaltete, als sie plötzlich um Vorräte bittend vor ihm standen. Aber jetzt, 17 Jahre danach, hat er offensichtlich seinen Frieden gemacht mit seinen Familienmitgliedern. Er hat offensichtlich etwas getan, was ich als beispielhaft empfinde. Sollten wir vielleicht auch manchmal tun und vielleicht öfter tun. Nämlich Bilanz zu ziehen. Nicht Bilanz über Vorräte oder Ersparnisse oder Geld, das gehört natürlich auch zum Leben, sondern Bilanz übers Leben, über die Dinge, die einem so zustoßen, die ihm zugestoßen sind, über die Sachen, die daraus wurden, was sich daraus ergab, was Folgen und Konsequenzen waren. Und seine Bilanz kann sich anscheinend sehen lassen.
Er sagt ganz kurz, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Ganz einfach. Und natürlich müssen wir sagen, nach modernen Maßstäben hätten die Brüder durchaus Strafe verdient. Wir können ja mal summieren, da war schwere Körperverletzung, versuchter Mord und Sklavenhandel. Eigentlich hatten die ganz ordentlich was auf dem Kerbholz. Und doch sagt er, wenn Gott euch nicht gestraft hat, mach ich's auch nicht. Schließlich ist das Ganze gut ausgegangen. Hättet ihr mich nicht nach Ägypten verkauft und hätte mich der Ägypter nicht ins Gefängnis werfen lassen, dann hätte ich auch nicht den Traum des Pharaos deuten und zum Minister berufen werden können und dann wäre vielleicht das ganze Land in einer Hungersnot vergangen. Aber so durfte ich das Land retten und dadurch dann auch euch, liebe Familie, die ihr herkamt, um Vorräte zu kaufen. Ja, ihr Lieben, das ist so der Punkt, wo man das nicht nur liest und denkt, wow, tolle Geschichte, Andrew Lloyd Webber hat ein Musical drüber gemacht, ist ja klasse. Sondern wo man auch sagen kann, das hat was mit mir zu tun, wie man so das Leben führt. Und manchmal fällt es ja schwer, eine positive Lebensbilanz zu ziehen. Da fallen uns als erstes die Todesfälle und die Krankheiten ein, vielleicht beruflicher Misserfolg oder Streit mit Kolleginnen und Kollegen oder Nachbarn, manchmal auch mit der eigenen Familie. Das kann einem alles ganz schön belasten und dann fällt der jeweilige Punkt im Leben dann doch eher als negativ aus. Manch einer fängt schon in der Schule damit an, sich erfolglos zu fühlen. Naja, aber trotzdem, auch wenn wir das alles kennen, unsere Konfirmanden und schon die Grundschüler kennen Hänselei in der Schule, Leistungsdruck und Misserfolge. Und trotzdem kommen häufig genug Punkte im Leben, wo man ganz positiv zurückschauen kann. Trotz des Ärgers was gelernt, trotz des Misserfolgs ist was aus jemandem geworden, trotz und trotzdem passierte etwas Gutes. Und das ist eben das, was wir alle auch tun können. Und da ist die Perspektive immer ganz wichtig, wenn wir auf unser eigenes Leben zurückschauen. Und wenn wir uns fragen, was Probleme und traurige Ereignisse, genauso wie Glücksfälle und Erfolge, für Spuren bei uns hinterlassen haben. Könnt ihr ja jetzt ganz selber mal schauen, was war in der letzten Zeit, was war vor Jahren, wo sind die Unterschiede, wo sind die Verluste und wo sind die Erfolge. Und dann kommt man schon oft genug an die Stelle, wo man sagen kann, haben nicht die größten Schwierigkeiten uns am meisten lernen lassen? Waren es nicht gerade die schwierigen Umstände in unserem Leben, die uns darauf vorbereitet haben, mehr Gelassenheit zu haben und dann auch eben die kleinen Freuden unseres Lebens genießen zu können? Und ja, zugegeben, diese Lebensweisheit ist oft hart erarbeitet. Aber sie ist aus christlicher Perspektive durchaus möglich, weil wir Gott zutrauen dürfen, tatsächlich in unserem Leben etwas zum Guten zu wenden. Denn ohne solche Aussichten blieb ja eigentlich nur die Verbitterung. Ich bin aber ziemlich fest der Überzeugung, und das kann man aus der Bibel, glaube ich, recht gut herauslesen, dass Gottes Wille eben nicht die glaubensenttäuschte Aussichtslosigkeit haben will. Bei Gott gibt es kein Ende der Hoffnung. Bei Gott gibt es immer neue Möglichkeiten. Gott ist der Gott der zweiten, dritten und x-ten Chance. Es geht so weit, dass bei ihm ja unser Leben auch nach dem Tod weitergeht. Es kommt also auf die Perspektive drauf an. Schaut auf euer Leben. Schaut auf das, was euch gegeben ist. Und erkennen wir so gemeinsam, dass vieles eben nicht selbstverständlich ist. Deshalb, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel, das wisst ihr. Ich wünsche euch Zuversicht in diesen Tagen, aber auch vor allem beim Blick auf euer ganz individuelles Leben. Gelassenheit dabei, dass wir auch in der Rückschau auf unser eigenes Leben Dinge sagen können, die eigentlich jetzt gerade der Josef gesagt hat. Gott gedachte, es gut zu machen. Und so vieles in meinem Leben sah so aus, als gedachte es, es schlecht zu machen. Manchmal Mitmenschen, manchmal die Umstände, manchmal das System, was auch immer das ist. Aber Gott gedachte, es gut zu machen.
sollten wir uns öfter sagen, glaube ich, gerade im Blick auf das eigene Leben. Ihr Lieben, bleibt behütet. Amen. So bitten wir Gott um seinen Segen, nicht nur für uns selbst, sondern auch, dass wir ihn weitergeben können, für diesen Tag und alle Tage, die Woche, die vor uns liegt, der Sommer und die Zeit. Ihr Lieben, Gott segne euch und Gott behüte euch. Er schenke euch Liebe an jedem neuen Tag, Kraft und Ausdauer für euch selbst und für eure Lieben und für ganz Fremde, die euch begegnen. So behüte euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist vor allem Bösen. Amen.